Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen. Und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigezogen. Schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war wie das erste Mal lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war es, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinunterstürzen.